Heute zeigen wir euch den gesamten Prozess vom Ansetzen bis zum Füttern. Wie jetzt? Ich dachte, man muss zuerst füttern, damit angesetzt wird. Entschuldige mal, ich rede hier nicht von der Massephase, sondern von dem guten alten Sauerteigbrot. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Heute wird's sauer. Und teigig, denn wir machen Sauerteigbrot. Hast du schon mal Brot gebacken? Nein. Möchtest du Brot backen? Nein. Du hast aber keine Wahl. Du musst nämlich mitmachen, denn ich bin ganz tief in das Brot-Game eingetaucht, denn es ist ein krasses Handwerk. Man muss super viel recherchieren und üben. Und deswegen ist auch heute ein bisschen special, weil ich habe euch auf diesen gesamten Prozess ein bisschen mitgenommen, was ich daheim so gemacht habe. Und das projiziere ich jetzt einfach in dein Brain rein, damit du es aussehen kannst. Moin! Wisst ihr, was ich schon immer mal machen wollte? Sauerteigbrot. Weil, ihr wisst, Fermentation und ich, wir sind echt gute Freunde und deswegen habe ich immer Bock darauf. Aber am Brot habe ich mich noch nie so wirklich herangetraut, weil man muss viel beachten, das ist halt Backen, ne? Da muss man ziemlich exakt sein, on point, da darf man nicht so viel variieren. Und ich dachte mir, egal, ich probiere das jetzt einfach mal aus, so, dieses große Mysterium. Und der erste Schritt für ein Sauerteigbrot ist natürlich Sauerteigkulturen anlegen. Das magische Wort Sauerteigkulturen oder Sauerteigstarter auch gerne, international. Und das Geile ist, es ist wieder ein Fermentationsprozess und der ist ganz oft deckungsgleich zu anderen Sachen. In diesem Fall haben wir wilde Hefen, wilde Milchsäurebakterien und wilde Essigsäurebakterien. Und das geht mega einfach. So, und du kannst gleich zeichnen. Yay! Hefepilze! Ja! Okay, ich habe keine Ahnung, wie das in echt aussieht. Das ist okay. Ist es jetzt freie Interpretation? Oh, warum ist die Hefe so sauer? Na, sie ist voll wild und weil sie wild ist, hat sie auch einen Speer. Ah, nice! Dann haben wir Milchsäure, ja, das Bakterien. Süß! Okay, ja? Genau, dann haben wir noch Essigsäurebakterien am Ende des Tages. Ja, okay. Die sind einfach rund. Perfekt. Aber sie haben vielleicht einen Bommel. Ein Bommel. Jetzt sehen sie aus wie eine Bombe, aber mit Essig kann man ja auch krasse Sachen bauen. Das stimmt. Die sind von Haus aus in unserem Mehl, wenn wir das kaufen. Damit wir besonders viel von diesen Bakterien und Pilzen haben, nehmen wir zum Kulturenansetzen Vollkornmehl. In diesem Fall Weizenvollkornmehl. Auch viel davon enthalten ist zum Beispiel in Roggenmehl oder in Dinkelmehl. Das heißt, im Ansetzen nimmt immer irgendeine vollkornige Variante, die noch viel von den Hülsen und sowas drin hat. Also nicht unbedingt das klassische 405er Standardmehl nehmen. Und mit diesen Mehlsorten, da rasten die Kulturen richtig aus. Denn die siedeln sich mit dem Wasser, das dazu kommt, noch an. Und dann futtern die einfach richtig crazy das Zeug auf. Geil. Und je mehr man diesen Teig füttert, also immer wieder neu ansetzt, desto mehr davon wird kultiviert. Also mehr Hefe kommt rein, mehr Essigsäurebakterien und das macht dann unseren Teig schön fluffig und ein bisschen sauer. Okay, sie essen das Mehl? Ja, die essen das. Und dann kommt, oh, wie sieht CO2 aus? Ist doch eine Achterregel. Also jedenfalls werfen wir dieses Mehl rein, die essen das. Genau. Ich schreibe Yum hin, weil es voll lecker. Geil, ja. Wie sie es essen und dann pupsen. Das machen sie ohne Tamtam. Ja, es ist ganz leise. Und dann pupsen sie quasi CO2 aus. Genau. Und die Essigbakterien, die verschiedenen, natürlich noch verschiedene Essigsäuren. Okay. Und die müssen in einer wunderbaren Harmonie leben. Machen sie. Geil. Und damit wir ihnen ein schönes Umfeld basteln können, mischen wir jetzt Mehl und Wasser im gleichen Verhältnis und damit haben wir einen zu 100% hydrierten Teig, weil gleiche Anzahl Mehl mit gleicher Anzahl Wasser. Und das machen wir jetzt direkt mal. Willkommen in meiner sehr lauten Küche. Was brauchen wir jetzt, um unsere Sauerteigkulturen anzulegen? Wir brauchen einmal ein geeignetes Gefäß, das sollte hoch sein und einen Deckel haben, der quasi schließt, damit es nicht austrocknet, aber nicht so sein, dass er wirklich verschließt, also luftdicht ist. Wir brauchen schon noch Luftzirkulation für den Fermentationsgang. Deswegen einfach so ein Deckel, den man oben drauf legen kann. Ihr könnt auch einfach Glasichtfolie nehmen, also Frischhaltefolie oder eine Plastiktüte, die mit dem Gummi festmachen. Hauptsache ist, es können keine Insekten rein, es trocknet nicht zu sehr aus und ja, ist geschützt, aber trotzdem noch, dass Luft reinkommt. Und wir mischen jetzt 50 Gramm Mehl mit 50 Gramm Wasser. Ja, Mann! Wo habe ich aufgepasst? Geil, Alter! Und jetzt machen wir einfach genauso viel Wasser drauf.
Und jetzt rühren wir das Ganze um. Viel Spaß. Und während du das machst, klugscheiße ich noch ein bisschen weiter. Es wird heute eine extrem klugscheißerische Folge. Ich entschuldige mich jetzt schon. Entschuldigung auch an dich, dass du das ertragen musst. Und wo blieb die Entschuldigung für die letzten 6 Jahre? So, zurück zu dem seriösen Teil. Vom Prinzip her war es das schon mit den Sauerteigkulturen. Aber die sind ja noch nicht fertig, weil jetzt ist noch gar nichts passiert. Da kommt jetzt gleich ein Deckel drauf. Und das lassen wir einfach bei Raumtemperatur einen Tag stehen. Wo? Irgendwo. Ich habe es bei mir an die Blumen gestellt. Je wärmer es wird, desto schneller arbeitet die ganze Geschichte. Das heißt, wenn es Hochsommer ist und es sind 38 Grad, dann versucht den kühlsten Ort bei euch zu finden, weil sonst kann es auch schnell nicht so schön enden. Also Fermentation ist immer von Ort und Temperatur abhängig, aber Sonneneinstrahlung macht in diesem Fall gar nichts. Unsere Kulturen sind aber erst nach unserem ganzen Fütterprozess so in 5 bis 6 Tagen gut. Gut, hier, ich wünsche dir viel Spaß. Ciao! Melissa? Stellen dich jetzt einfach mal hier zwischen die Pflanzen. Da kannst du auch schön wachsen. Wie diese Pflanzen. Einen Tag später, here we go. Ich sehe da ein paar Bläschen. Und dann mischen wir 50 Gramm Kulturen mit 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser. Und zurück. Bis morgen. Mischka, ist es etwa Tag 3 und wir gucken nach den Sauerteigkulturen? Teil 3? Magst du kein Kammerreich? Was man hier jetzt sehr gut sieht, als ich umgefüllt habe, ganz, ganz viele Luftbläschen drin, also da arbeitet was. Und wenn man hier mal durchgeht, die Struktur hat sich auch total verändert. So, jetzt 50-50-50, ihr wisst, wie der Hase läuft. Aber geruchstechnisch gehen wir in eine gute Richtung, es riecht milchig, ein bisschen sauer, ein bisschen nach Joghurt. Also ich glaube, das ist nicht schlecht. Das heißt, heute gehen wir mal mit 50 Gramm Roggenmehl und 50 Gramm Weizenmehl auf 100 Gramm Wasser und 50 Gramm unserer gereiften Kulturen. Mischen. Stehe ich auf und sehe das. Junge! Das Roggenmehl ist ja übertrieben abgegangen. So einfach erstellt ihr selbst Sauerteigkulturen. Feuerbrot und jetzt geht's ans Brotbacken. Und alles, was ihr nicht an Sauerteigkulturen braucht, schmeißt es nicht weg, hebt es in einen großen Container auf, denn man kann diese supergeilen Pfannkuchen zum Beispiel daraus machen, in allen Farben und Formen. Natürlich, damit ihr eine Verbindung zu eurer Sauerteigkultur eingeht, braucht sie einen Namen. Meine hat noch keine, denn ich dachte, das könnt ihr entscheiden. Also schreibt mir in die Kommentare euren Namen für unsere Sauerteigkultur. Wir haben ja schon Edgar den Basilikum. Brad Pitt ist nicht erlaubt, das ist lame, aber gerne eure kreativen Vorschläge in die Kommentare. So, ich habe jetzt die Kulturen schön hochgezüchtet, die sind richtig schön backfertig. Bist du jetzt backfertig für Brot? Ja, mir ist auch ein bisschen kühl, ich gehe dann in den Ofen, bis gleich. Na, so schnell, so weit sind wir noch nicht, jetzt geht nämlich der weitere Prozess los. Backen ist ja langwierig. Ja. Jetzt machen wir erstmal den Teig. Okay. Und jetzt füllen wir Mehl ein. Okay, das kann ich. Also ich würde immer einen größeren Anteil Weizen nehmen, und zwar 550. Das hat einen hohen Proteinanteil, damit wir eben dieses Klebnetz ausentwickeln können. Das wird sonst schwieriger. Aber ihr könnt dann natürlich in kleinen Teilen Roggen oder Dinkel oder sowas noch hinzumischen, wie ihr möchtet. Knochenmehl. Knochenmehl geht auch, ja. 500 Gramm Weizen, 100 Gramm Roggen. Haben wir noch Dinkelmehl? Wenn wir noch Dinkelmehl haben, können wir das auch noch dazu schmeißen. Okay, heißt, ich kann zum Beispiel auch einfach ein Restebrot machen. Ja. Ich sehe nämlich hier, wir haben sogar noch eine Packung Dinkelmehl offen. Das nehmen wir einfach noch mit. Und jetzt ist das Garstige, man muss tatsächlich ziemlich exakt wiegen. Oh. Schmeißen wir noch 100 Gramm Roggen rein. Vom Prinzip her sind die Zutaten ganz einfach und wenige und ihr könnt da ein bisschen variieren. Jetzt haben wir genau 600 Gramm und jetzt, wo ist meine Tafel wieder hin? Nun denn, Matheunterricht. Frau Lee, an die Tafel. Nein. Denn ganz wichtig beim Backen sind Bäckerprozente oder Bäckerinnenprozente, Bakery Procents. Ihr arbeitet mit Prozentrechnung und dann kann auch nichts schief gehen. Und zwar, ihr geht immer ausgehend von der Grammzahl eures Mehls. Also 600 Gramm Mehl. Ja. Und damit es ein bisschen einfacher ist, so vom Arbeiten machen wir heute einen zu 70% hydrierten Teig. Ja. Das heißt, wir brauchen 70% des Gewichts des Mehls, also von 600 Gramm, in Wasser. 600 Gramm Mehl
Davon brauchen wir 70% in Wasser. Okay, also 1% wären 6 ja. Gramm, 10% sind dann 60 Gramm. Ja. 60 mal 7 ja. sind 420 Gramm Wasser. Korrekt. Oh, habe ich mein Abitur bestanden oder was? Bilden mit Felix. Ja, Bäckerabitur. Yay. 20. Und nur um das mal zu zeigen oder zu erklären, wir sind dabei also einem 70-prozentigen Hydrationslevel. Und das ist schon tricky zu handeln. Also das ist schon tricky, damit umzugehen. Das ist klebrig. Wenn man auf 80% gehen würde, ist es noch schwieriger. Und das sind gerade mal 60 Gramm Wasser mehr. Das heißt, ihr müsst exakt messen, weil wenn gerade so am Anfang wird es schon sehr, sehr schwierig. Halt, es fehlt noch was. Und zwar pro 100 Gramm verwendeten Mehl braucht man 2 Gramm Salz. Also brauche ich 12 Gramm Salz? Ja. Aber die Felix'sche Rechnung ist 2 Gramm Salz pro 100 Gramm plus 3 insgesamt. 15 Gramm? Ja! Okay. Aber alle Mengenangaben findet ihr auch immer unten in der Videobeschreibung. Dort ist das Rezept. So. Nice. Das heißt, wir gehen erstmal mit dem Salz rein. Ja. Und ich fülle hier Wasser rein. Und jetzt ist Teamwork wieder angesagt. Ja. Und zwar machen es wie zum Beispiel bei den Yangguang Noodles. Wir brauchen wieder Autolyse und deswegen, während ich Wasser reinkippe, musst du schon mal so ein bisschen rumrühren. Okay. Go! Ja! Smudge. Aber hier sieht er schon, wie klebrig dieser Teig eigentlich ist. Aber durch magische, biochemische Prozesse wird er weniger klebrig. Ja, reicht. Okay. Denn jetzt kommt mein neues Lieblingswort, du kennst das schon, welcher Prozess? Die Autolyse! Das ist auch ein schönes Angeberwort. Richtig. Vom Prinzip her machen wir jetzt Folgendes. Wir geben dem Teig einfach Zeit, selber zu arbeiten, indem Wasser und das Mehl sich zusammenbringen und mit dem Gluten ein schönes Klebnetz ausbilden. Dadurch wird der Teig flexibel, ein bisschen reißfester und man kann besser damit arbeiten. Und das brauchen wir später für das Brot, nämlich ein schönes Klebnetz, damit sich die Gase dort drinne fangen können. Und das geht ganz einfach, indem wir das Ding einfach jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde stehen lassen und dann sehen wir uns wieder. Okay, bist du bereit für einen Zaubertrick jetzt? Immer. Okay, du erinnerst dich noch, wie der Teig aussah? Ja. 45 Minuten sind vergangen. Ja. Ja, das war meine magische Kraft. Hua! Look at it now! Hä? Das, du hast nichts gemacht? Nix. Krass. So, wir sehen jetzt hier einen richtig schönen, smoothen, klebrigen Teig. Man kann ihn jetzt auch so auseinanderziehen. Witzig. Aber er klebt immer noch ein bisschen, deswegen brauchen wir für jegliche weitere Verarbeitung, die jetzt kommt, eine Schüssel Wasser. Bist du bereit für den nächsten Zaubertrick? Ja. Okay, geil. Denn jetzt fangen wir an mit der Fermentation. Wow. Jetzt wird's crazy. Wir haben jetzt hier verschiedene Kulturen. Braucht ihr die alle? Nein, ich wollte nur ein bisschen rumflexen, dass ich mehrere vorbereitet habe und damit ihr noch mal gucken könnt. Die beiden sind perfekt, um zu backen. Das behaupte ich jetzt. Und wir finden das heraus mit dem Schwimmtest. Das heißt, du nimmst jetzt einen Löffel ja. und knallst einfach in die Schüssel so ein kleines Spitzchen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann schwimmt's. Genau. Einmal draufklecksen. Tada! Das heißt, unsere Kulturen sind bereit, backbereit. Und sie kriegen ein Seepferdchen. Ja! Now! Ja. So 100 bis 150 Gramm Kulturen schmeißen wir jetzt da rein. Warum jetzt hier so unpräzise? Ihr könnt ab diesem Punkt entscheiden, wie schnell euer Teig fermentiert. Das heißt, ist es sehr warm draußen, nimmt ein bisschen weniger Kulturen, also gerne auch mal so 80 Gramm oder sowas nur. Und dann hat der Teig länger Zeit zu fermentieren und nicht kaputt zu gehen, weil sonst bei größerer Hitze wird es saurer, dann geht es kaputt. So, wenn es kälter ist, nimmt lieber ein paar mehr Kultur, gerne auch bis 200 Gramm, zum Beispiel im Winter, wenn ihr die Heizung aus habt. Dann fermentiert das Ganze eben ein bisschen flotter. 150 bei der heutigen Temperatur. Ich schwitze leicht, leichte Nervosität. Und der Rest, der jetzt hier im Glas klebt, den könnt ihr wunderbar benutzen, um wieder neue Kulturen anzusetzen. Das reicht vollkommen. Okay, dann können wir auf unsere Tafel noch 150 oder 80 bis 200 Gramm draufschreiben. Okay. Was, wie nenne ich das? Gereifte Sauerteigkulturen. Kultur. Kultur. Kultur finde ich super. Ich mag Kultur. Endlich mal ein bisschen Kultur bei Yamtamtam. Ja! Und wie gesagt, ab jetzt immer mit feuchten Händen arbeiten, dann klebt es nicht so an den Fingern. Und jetzt versuche ich das einfach hier in den Teig so
reinzumatschen, damit auch überall was drin ist. Also ich nehme quasi immer so ein Ende, falte das schon mal rein, bereite den Teig schon mal so ein klein bisschen vor, damit das später geformt wird. Aber wichtig ist, wie ich eben schon sagte, ab jetzt beginnt euer Fermentationszeitraum. Fermentation. Das heißt, in 4 bis 6 Stunden seid ihr bereit, weiterzuarbeiten. Das heißt, habt ein Auge auf den Teig. Aber da gibt es einen geilen Trick, damit euch der Teig nicht überfermentiert. Denn, was passiert bei der Überfermentation? Haben Sie aufgepasst in der Schule? Ja, es wird zu sauer. Und was passiert dann? Dann wird es schlecht. Weil? Ich weiß nicht. Das Gluten letztlich auflöst und deswegen wird es eine klebrige Hölle. Okay. Ja! Bilden mit Felix. Boah, ich fühle mich wie mein Chemielehrer früher. Okay, warte, dann bin ich aber ganz hinten. Ja, bitte, setz dich ganz hinten hin. Ich sitze einfach in der letzten Reihe und male. Ja, okay, mach das mal. Und wenn es zu sauer wird, Frau Lee, was passiert dann? Entschuldigung, ich habe noch über die Aufgabe davor nachgedacht. Na gut, Epo 2 reicht trotzdem noch. 4 minus. Nee, ist schon okay. Jetzt kommt der nächste Trick 17. Und weil wir diesen Teig immer wieder verarbeiten müssen, innerhalb der nächsten halben Stunden, müssen wir irgendwie Überblick darüber bewahren, wie weit er aufgeht. Das heißt, wir nehmen uns einfach hier ein Stück raus und stopfen das da rein, machen uns einen Strich drauf. Es ist echt wie so ein Alien-Vieh. Wir gehen nochmal mit dem Teigschaber gleich rein und machen das Glas ein bisschen sauber. Jetzt machen wir einfach mit dem Kreidestift einen Strich. Oder ihr könnt, wie hier bei den Gläsern, einfach einen Gummi drumherum machen. Dann seht ihr auch, bei welcher Höhe war unser Teig. Und wir wollen am Ende in etwa doppelt so hoch sein. Das ist wie beim Pizzateig. Und wenn es bei euch daheim zu kalt sein sollte oder ihr diesen Fermentationsprozess ein bisschen beschleunigen wollt, macht den Ofen an, aber nur auf Lampe. Dann sind da so mullige 30-40 Grad drin und da fühlt sich die Hefe ganz besonders wohl. So, wir machen hier das Handtuch drauf. Ja. Und lassen es erstmal für so eine halbe Stunde da hier im Ofen mit dem Ding da chillen. Oh, es macht mich fertig, diese Plastiksache im Ofen zu sehen. Naja, wir holen das alles wieder raus, denn gleich geht's ans Kneten. Ja. Und du wirst dich freuen, du darfst dann ein bisschen kloppen. Yeah. Wir haben jetzt unseren Teig so eine halbe Stunde ruhen lassen, damit er sich so ein bisschen, ja, zusammenfindet und bereit ist zum Falten. Und jetzt gibt es mehrere Varianten, wie du den Teig quasi dehnen und falten kannst. Das ist, was wir machen. Wir stretchen quasi das Gluten und falten es aufeinander und dadurch kriegen wir ein richtig schönes Klebnetz. Das Gas, das CO2 verfängt sich da drinnen und dadurch kriegen wir den luftigen Teig. Variante Nummer 1 darfst du jetzt machen und du hast sie noch nie gemacht und sie ist sau schwer. Yeah. Aber sie ist sau witzig. Warum unterscheidet man zwischen denen? Ich habe festgestellt, wenn man die du jetzt machst, macht, kann den Teig danach eben 4-5 Stunden Ruhe lassen, fermentieren lassen und das ist so gut durchgeknetet, dass es passt. Bei der anderen musst du wirklich alle halbe Stunde falten und dabei bleiben. Das heißt, wenn ihr mal nicht so viel Zeit habt, macht ihr die und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, macht ihr die andere. Schön. Luft. Hat schon ein bisschen angefangen zu fermentieren. Ich bin gespannt. Geil, perfekt. Und jetzt? Klatschen, schnell. Ja? Ja? Falten? Nee, verkackt. Ja? Okay. Ich mach's nochmal. Ja? Hier am besten unten nehmen, dass es ein bisschen hängt. Klatschen, ziehen, kleben. Ah. Zack. Aber das Lustige ist, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich das morgens um 8 oder sowas gemacht, weil da alles ready war. Und meine Mitbewohnerin kommt so in die Küche. I hate you, Felix. I hate you. Und du wirst merken, dass es jedes Mal ein bisschen weniger klebt. Ja. Und du bist eigentlich perfekt dann, also wir haben mit der Autolyse eigentlich das auch schon gut gemacht, perfekt dann, wenn es nicht mal wirklich an der Arbeitsplatte klebt. Das heißt, wir sind bald schon fertig. Ich wollte gerade sagen, der klebt kaum noch. Hier. Wieder zurück? Ja. Und da schläft er jetzt für 5 Stunden? Ja, bis das halt so doppelt so hoch ist. Das heißt, wenn es sehr heiß draußen ist, geht das viel schneller. Okay. Bis später. Zur zweiten Technik. Nachdem du jetzt so geil den Teig zerkloppt hast, und der jetzt einfach vor sich hin ruhen könnte, würde ich gerne noch einmal eine Variante zeigen, die ist ein bisschen leichter für den Anfang. Also schön, dass du das schon gemacht hast. Ah. Schwere Variante. Die ein bisschen leichter ist, aber ein bisschen mehr Zeit von euch braucht, weil ihr diesen Prozess 3 bis 4 Mal wiederholen müsst, alle halbe Stunde. Also ihr müsst dabei sein und euch einen Wecker stellen. Wir arbeiten wieder mit nassen Händen. Ihr nehmt eine Hand mit der nassen Hand, greift am Rand rein, zieht und klappt es so über,
dreht um 90 Grad, Rand kleben rüber und das machen wir dann zipp, einmal so. Und dann deckt man es wieder ab und macht das in 30 Minuten nochmal. Oder Variante Nummer 2 mag ich sogar noch ein bisschen lieber. 2 nasse Hände ja. Und ein nasses Melissa-Gesicht. Kann ich bestätigen? Ja. Geht an den Seiten rein, hebt das Ganze hoch. Ich habe das ja schon mal gefaltet, deswegen klebt es jetzt nicht mehr so an den Rändern. Das heißt, man nutzt das Kleben aus, stretcht es und faltet es wieder aufeinander. Und das dann im Halbstundentakt wiederholen. Ist klar. Melissa, sind wir eine professionelle Kochshow? Nee. Ja. Aber wenn man professionell ist, hat man Sachen vorbereitet. Das stimmt. Vielleicht habe ich schon einen Teig vorbereitet, der fertig fermentiert ist. Hast du? Ja, du hast es schon in den Händen. Das wird ein sehr kleines Brot. Bin das ich im Yum-Tum-Tum-Set? Es ist wahr, ich bin hier. Und morgen drehen wir das ganze Sauerteigbrot-Video, das ihr jetzt gerade im Moment seht. Und ich bereite die Brote für morgen vor. Die Kulturen sind übrigens absolut perfekt. Luftbläschen, schöne Bubbles auch hier oben. Und hier sieht man jetzt langsam, wie sich die Struktur verändert. Schön glatt. Es löst sich gut vom Rand. Überall sind hier diese kleinen Bubbles, die kommen jetzt immer mehr. Sieht man es auch nochmal schön. Hier ist unser Mini-Sample drin und das ist jetzt auch ein bisschen mehr als doppelt so viel aufgegangen. Das heißt, wir sind auch fertig fermentiert. Es ist einfach so easy, Alter, so easy. Es ist überhaupt nicht easy, man muss ein bisschen üben, aber so easy. Oh, Zaubertrick, ist wieder Zaubershow. Ja. Ja, man wird jetzt hoffentlich richtig viel Luft im Teig sehen. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Oh ja. Yes! Blub, blub, blub. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie ein Brennnessel gegriffen. Und jetzt können wir anfangen, das Brot zu formen, bevor es in die letzte Phase geht vom Backen. Dieses Brot kommt jetzt in so ein Gärkörbchen. Ihr könnt dafür auch so ein anderes Körbchen, in so ein Brotkörbchen oder sowas, und dann einfach ein Handtuch reinlegen, das ausmähen, das geht auch. Diese Gärkörbchen machen aber auch schon diese schönen Muster halt rein, dass man so ein Mehlmuster hat, das sieht halt voll schön aus. Und ich mag es, Küchenequipment zu haben, okay? Don't judge me. Ich würde dich bitten, würdest du dieses Gärkörbchen richtig geil ausmehlen? Sehr gerne. Du darfst gerne zu viel reinmachen. Hauptsache, so die Rillen oben und unten sind gut ausgemäht, dass eben unser Teig, weil der ist immer noch ein feuchter Boy oder ein feuchtes Girl. Moment. Es ist immer noch ein sehr feuchter Teigballen und der fließt in Ecken hinein. Okay. Well, that escalated quickly. Ja. Und look at it. Perfect. Als hätte ich schon mein ganzes Leben lang Brot gebacken. Und jetzt kommt der, finde ich, schwierigste Teil. Also das ist auch immer noch, was ich immer noch verhaue. Das heißt, es wird jetzt hier so ein bisschen auf Exempel. Was wir machen ist, wir versuchen, also wir holen den Teig jetzt da heraus. Und dann versuchen wir wirklich eine Kugel zu machen, die so ein bisschen zusammenhält. Das heißt, wir schieben die so über die Platte, damit sich eine Oberflächenspannung erzeugt. Aha. Und das Ding ist aber immer noch feucht. Und danach wird es in das Gärkörbchen gekippt. Das Geile ist aber, selbst wenn man es verhaut, das funktioniert trotzdem. Oh, ich feuer dich an von der Seite. Danke. Yay. Geil. Und alles mit leichten Händen, also wir wollen die Luft nicht rausholen. Das heißt, ich greife jetzt hier an die Seiten rein, hole es hier raus, falte es rauf, mach nochmal nass. Und jetzt schieben wir den einfach so ein bisschen über die Platte, um den unten zu verschließen und kriegen dabei so eine Platte. Vor allem mit den Händen, also ihr drückt eigentlich nur so von unten rein. Das aus allen Richtungen. Whoop. Jetzt kommt der tricky Part. Rein. Das war überraschend. Ne? Und jetzt mähen wir ein klein bisschen an der Oberseite, weil ich jetzt so ein bisschen mit Feuchtigkeit gearbeitet habe. Tipp, 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 tipp. Und jetzt könnt ihr irgendeine alte Einkaufstüte nehmen. Es gibt auch für diese Körbchen so Hauben, die man drüber machen kann. Im Zweifel tut es auch Frischhaltefolie oder ein Handtuch. Hauptsache ist, das Ganze trocknet nicht aus, denn das wandert jetzt für 6 bis 8 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank. Ja gut, in der Zeit kannst du ja 10 andere Brote vorbereiten. Zum Beispiel. Oder schon eins im Kühlschrank gehabt haben. Geil! Da, 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 da. Aber erst machen wir auf. It blöb! It blöb! Here it is. Ihr seht, hat noch ein bisschen nachfermentiert, es hat seine Form bekommen. Und jetzt kommt eine kritische Phase, weil sau viel sau schnell gehen muss. Und wenn man es falsch macht, tut man sich richtig weh. Deswegen cool. Habt eure Ofenhandschuhe bereit, denn wir backen das Ganze im Ofen. Der hat jetzt eine Stunde vorgeheizt. Und damit es richtig schön knusprig und so weiter wird, kommt das Ganze in einen Topf. Zum Beispiel in
so ein oder wie so ein, der im Ofen ist. Der ist nämlich ofenfest. Weil was passiert beim Backen ist, das ganze Wasser kommt raus und wenn der Raum ganz klein ist, kann sich die Luftfeuchtigkeit überall ansetzen, dann wird es nämlich schön knusprig und schön blubberig. Mm. Deswegen wollen wir den Raum möglichst klein machen. Das ist übrigens auch der Trick für Pizza, die knusprig werden soll. Schön klein und heiß. Und ich habe hier noch mehr geile Gadgets hingelegt, die man noch brauchen kann. Einmal ein Pinsel, um das überschüssige Mehl, wenn wir das drauf haben, wegzupinseln. Und eine Waffe. Ja, wirklich. Es ist ein Rasiermesser jetzt, um das Brot anzuschneiden, damit wir genau dort, wo wir schneiden, quasi das Brot auch aufgeht und diese knusprige Kruste bekommen. Das Ohr. Genau, mitunter, ja. Und man kann aber auch lustige Muster reinritzen. Das darfst du gleich machen. Oh Gott. Und ich habe hier noch eine Sprühflasche. Und dort ist Wasser drin, damit wir zum kurzen Schluss eben noch ein bisschen mehr Wasserdampf reinkriegen. Und ich finde es geil, so ein bisschen Salz hier reinzumachen und dann so psch, psch, psch. Aber das ist optional. Und wenn ihr so ein Rasiermesser nicht kaufen wollt oder habt, dann braucht ihr einfach nur ein sehr, sehr scharfes Messer einfach, mit dem ihr sauber einmal ziehen könnt. Mhm. Bist du bereit für alles, was jetzt kommt? Nee. Ich auch nicht. Also was jetzt passiert ist, wir stürzen das Brot hier auf das Backpapier und ich hoffe, dass es nicht kleben geblieben ist und ich habe gut genug gemehlt. Okay, ich bin... Bist du bereit? Ja. Okay. Oh, das ist echt so Stunde der Wahrheit. Jedes Mal. Oh, ich habe voll die... Ich habe gerade so eine richtig gute Idee und manchmal lernt man auch während dem Prozess was. Ja. Ah. Ah. So. Oh. Das klebt ein bisschen. Na komm, 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 komm. Na. Klebt er fest? Ja. Scheiße. Und das ist ein klassischer Fail. Wirklich? Das ist ein klassischer Fail. No! Hab nicht gut genug gemehlt. Zum Glück habe ich ein zweites Brot vorbereitet. Aber kann ich damit jetzt noch was machen? Ich würde wahrscheinlich jetzt hingehen, es einfach in einen Kasten vorm Brot knallen und dann trotzdem einfach ausbacken. Dann kriegt das nicht diese Luftigkeit und die Knusprigkeit, aber es ist trotzdem ein voll fermentiertes, leckeres Brot. Zum Glück habe ich aber noch eins vorbereitet. Und ihr seht, hey, es kann was schief gehen und zwar ordentlich. Okay. Ich drehe das jetzt um. Ja. Ja, 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 ja. So, wir pinseln ein klein bisschen weg. Boah, ich will gar nicht einschneiden. Das ist voll cool. Aber es wird zerbrechen. So, jetzt schnell. Okay, ich schneide jetzt hier einmal so. Ja, schneid einfach so. Ich hole jetzt den Topf raus. Hot, 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 baby. Nice. Und jetzt transferiere ich ein. Was? Na, an den Seiten packen. So? Ja, oder so. Ja, mach du mal. Ah, der Topf ist so heiß. Rein und fallen lassen. Fallen lassen. Hup. Oh. Und jetzt, ich habe hier noch eine Sprühflasche mit ein bisschen Wasser und Salz, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Deckel drauf und ab in den Ofen. Und in 25 Minuten machen wir den Deckel runter. Oh! Jetzt müssen wir noch mal warten. Es ist Zeit. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Als wäre nie was schief gegangen. Oh. Boah. So soll es aussehen. So, und wenn man es jetzt richtig perfekt gemacht hat, machen wir es einmal rauf. Genau, Backpapier ab. Und es sollte hohl klingen. Sehr hohl. Das heißt, du hast richtig viel Luft drin. Wie der Herr so's geschärft. Viel Luft drin. Jetzt ist man immer versucht, direkt anschneiden zu wollen. Ja. Kurz auskühlen lassen, weil sonst kommt nur 20, 30 Minuten, weil sonst kommt die ganze heiße Luft raus und dann ist es trocken danach. Ah, okay. Okay, ich glaube, wir sind so weit, dass wir aufschneiden können. Nee, du darfst. Wirklich? Ja, du darfst. Wow. Okay, ich bin sehr schlecht im Brotschneiden. Das ist okay, es sollte ja funktionieren. Aber wir hören schon mal, da ist Crunch. Da ist sehr viel Crunch. Boah, und da ist auch sehr viel Luft. Nice. Ah ja, Luft. So. Man sieht viele Luftlöcher. Ja. Still room to improve, but taste.
Mmh. Geil, da ist Crunch. Mmh. Mmh. Mhm. Das ist ein Brot. Frisch gebackenes Brot, so geil, ey. Mmh. Boah. Kann man auch dann einfach so essen. Ja. Ein bisschen Butter oder Margarine und Salz, auch geil. Na, ich würde sagen, das hat funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Und es geht ja auch vom Schwierigkeitsgrad. Man kann das schaffen, trotz alledem habe ich krassen Respekt vor allen Backenden da draußen. Es ist wirklich ein geiles Handwerk, das man immer weiter verbessern kann. Ich finde, es gibt mal ein paar Clap-Emojis in die Kommentare für Felix. Danke. Weil er das sehr gut recherchiert hat. Und das Gute ist, wenn man einmal diese ganzen Kulturen und so hat, kann man ja immer Brot backen. Stimmt, die halten ein Leben lang. Und wir snacken uns jetzt noch mehr Brot rein. Und wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt, dann checkt doch mal diese Videos hier ab. Ja, da gibt es zum Beispiel ein Grilled Cheese Sandwich. Oder ein Zimtschneckenbrot. Mmh, sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt noch mal ein Stück Brot. Mmh.